Das ist schwer. Check. Check. Und? 360 Grad Kamera. Checken wir auch. Oh, das ist hier. Ah, da ist es. Na, da. Mensch. So, check, check. Kann losgehen. Also ich glaube, ich bin da. Jetzt kommt eigentlich die Sonne wieder raus. War die ganze Zeit jetzt grau. Also ich bin ja, gut dabei, sage ich jetzt mal. Multitasking, mehr oder weniger. Hab gerade auf Instagram was losgelassen. Da seht ihr die Sonne zwischen den Wolkenkratzern. Und ja, da geht's zur Hauptwache. Schauen wir mal, was da los ist. Ich glaube, ich gehe zu meinem Freund. So, mein Kumpel scheint nicht da zu sein. Ja, ist jedenfalls der Swatch da. Hier kann man sich die Mood-Swatch kaufen. Oh, ich geh mal ein bisschen hoch. Und scheint nicht da zu sein. Schade. Naja, ein andermal. So, wenn ihr euch für Werke interessiert, für tolle Uhren, made by Frankfurt, müsst ihr zu so Sinnboutique kommen. Die ist hier am Frankfurter Römer. Ja, und hier gibt es einige schöne Werke. Hier seht ihr nochmal die Öffnungsseiten, wenn ihr mal herkommt. Also, wir haben echt schöne, richtig tolle Ehre mit Uhren, mit Manufakturwerk. Und wie gesagt, hier am Fuße des Römers. Und hier haben wir mal einen Hotspot. Basketball, Frankfurt. Eigentlich haben sie den Platz mal hier geflickt, mehr oder weniger. Ich spiele jetzt ein paar Kids, ein paar Erwachsene, ein paar junge gebliebene wie ich. Ja, und macht auch echt Spaß. Ich hier zu spielen und da. Das ist cool, am Fuße der EZB und da den neuen Wohnturm. Da kann man wohnen übrigens, da. Ja, wer will, der kann. So, zweimal rückwärts, aber langsam. Oh, weiter geht's. Und hier kann man ein wenig, ja, kleine Muckis, da hinten ist die Skater Area. Also hier kann man ein bisschen hier Bizeps, Dizeps, dehnen kann man sich hier und alles Mögliche. Und wie gesagt, hier spiele ich auch immer Basketball. Echt cool. Und da ist unser Basketball. Skater Area. Ja, heute sind mal ein paar mehr BMXer, MDXer. Und da ist einer mit dem Skateboard. Oh, der fährt eine schöne Line. Ja, schön smooth. Und da, wie gesagt, it's okay. Interessiert kein Mensch. Wollte ich mal gesagt haben. Ja, cool. Aber mein Sport ist BMX. Obwohl Skateboard liebe ich auch. Passt auch in meine Rollerblader. Sieht man selten. Ja. Also akkutechnisch sieht super aus. Hier, Super 73 RX. Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ja, hoffe, ihr erkennt da hinten die Frankfurter Skyline. Die ist da hinten. Ich filme heute wieder mit der GoPro. Ja, wollte mal was zu meinem ersten Vlog sagen, das heute ja online geht. Hatte ich ja schon auf Insta, hatte ich euch darüber informiert. Und ja, es sind knapp etwas weniger als 5 Minuten dabei rausgekommen. Also ich muss sagen, Vlogging ist wirklich Arbeit. Also das ist jetzt nicht nur so mal hier, ja, schnappt dir die Kamera und dokumentierst mal, was du den ganzen Tag gemacht hast, sondern dann musst du dir überlegen, okay, ist das für euch interessant oder nicht. Ich glaube, mir beim Basketball so zu schauen, deshalb habe ich so kurz wie möglich gehalten, ist nicht so interessant für euch.
Ich hätte das andere vielleicht noch zeigen sollen, wo der nette Herr, habe ich ja im Blog aber schon erwähnt, mich so getadelt hat. Und ja, aber kein Bock, den zu verpixeln und so. Und außerdem hat er ja auch recht. Aber die Art und Weise, wie er das zur Sprache gebracht hat, war nicht okay. Und da kann sowas auch mal ganz schnell in die Hose gehen. Und ja, aber ich bin da immer, nicht immer, ich bin jetzt in meinen 39ern, sage ich mal, bin ich da ruhiger geworden, muss ich ehrlich sagen. Die letzten 2-3 Jahre oder noch davor, nee, die letzten 2-3 Jahre eigentlich, bin ich da ruhiger geworden, was das Thema betrifft. Und deswegen ja, ist es nicht eskaliert, war auch gut so. Trotzdem kam danach die Polizei. Ich konnte, deshalb hatte ich auch in dem Blog, werdet ihr sehen, oder ihr habt es auch im Gedächtnis, hatte ich erwähnt, 49 Würfe, die ich treffe. Ich habe so einen kleinen Spleen, ich möchte immer so, immer 100 Würfe treffen. Das dauert bei mir immer ziemlich lang, weil ich eine ganz miese Trefferquote habe. Mal gut, mal schlecht. Ich habe hier nämlich auch ein, sieht man nicht jetzt so gut, aber das ist ein Ganglion, nennt man das, Überbein, eben ja, in der umgangssprachlich. Und deswegen, na, ich drücke mal hier, na, seht ihr mich auch richtig? Ich muss noch mal gucken. So, ja, ich bin ein Builder. Deswegen ist das ein bisschen schlechter geworden, aber das ist nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist einfach, ich bin nicht der begnadetste Scorer. Rebounder, das bin ich gut. Verteidigung, das kann ich sehr gut. Also da liegen so meine Stärken in der Verteidigung, aber nicht unterm Korb. Aber nicht jetzt hier, um irgendwelche Punkte zu machen. Nah am Korb, ja. Aber und an der Freiwurflinie, obwohl das bei dem letzten Video, wenn ihr es gesehen habt, habe ich gerade mal 2 getroffen von, keine Ahnung, 8 oder 9. Hatte ich auch keine Lust mehr, habe ich es einfach abgebrochen. Also, das war jetzt nicht so interessant für euch, gehe ich mal von aus. Danach das Essen, was die Tanja gekocht hat, zusammen mit unserem lieben Freund, dem Tobi, hatte ich euch ja gezeigt. Da hatte ich auch übrigens am Anfang und am Ende, hattet ihr ja die Aufnahme im Comic-Stil gesehen. Das war jetzt keine stilistische irgendwie ein Grund für mich. Also beziehungsweise, es musste nicht, es musste sein, so rum. Es musste sein. Sorry, jetzt schaut ihr mir beim Denken zu, hatte der Merz damals auch zum Habeck gesagt. Dem wir immer wieder beim Denken zuschauen dürfen. Manchmal kommen wir auch so vor. Aber wie gesagt, wir filmen immer frei Schnauze ohne Drehbuch. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Aber das ist auch das letzte Mal, dass ich mich dafür entschuldige. Wem es nicht passt, und das meine ich auch nicht böse, muss uns halt da nicht folgen. Aber ich versuche mein Bestes, immer flüssiger zu reden und nicht immer diese Äs einzubauen, weil man ist ja sein größter Kritiker. Und wenn ich dann mir die Videos anschaue, dann finde ich die auch nicht so schön. Also viele Äs und so. Also ganz ehrlich, ich hätte schon längst abgeschaltet. Obwohl, da gibt es auch ein paar andere YouTuber, denen ich folge, die bauen auch ganz schön viele Äs und Is und Rs ein. Von daher, ja, also zu dem Comic-Stil, wie gesagt, musste ich machen, weil die Aufnahme war so verrauscht. Eigentlich hätte es diesen Vlog gar nicht gegeben, weil ich dann so frustriert war und habe gesagt, nee, komm, will ich nicht. Und dann doch Nacht drüber geschlafen, also heute Morgen mich dran gesetzt und gesagt, okay, komm, ich mache das Beste draus. Und da kam mir der Filter mit den Comics, dem Comic-Filter, und dann war das mega gut und dann hat das auch gepasst. Und deswegen, also wir werden das in Zukunft nicht ständig einführen, vielleicht als stilistisches Mittel mal, okay, aber jetzt nicht, es wird nicht die Regel sein, weil es passt nicht zum Blogging-Thema so richtig. Ja, ansonsten macht es mir riesig viel Spaß, die Community wächst immer mehr. Auf YouTube wäre es schön, wenn ihr euch die Filme auch anschaut, was wir euch da so präsentieren, wenn ihr die bitte auch abonnieren würdet, weil ich sehe das ja natürlich anhand des YouTube-Algorithmus. Ihr schaut sie ganz fleißig, aber die meisten von euch, 80%, abonnieren den Kanal nicht. Daher müsst ihr auch nicht. Aber es wäre einfach schön, wenn ihr sagt, okay, komm, die entwickeln sich ja noch. Und das eine oder andere hat euch vielleicht gefallen. Da wäre es einfach cool, wenn ihr uns da einfach abonniert und supportet. Und wir werden uns weiterhin Mühe geben, euch wirklich auch richtigen Content zu bieten, der euch auch interessiert. Camping, Günni, bleiben wir auch treu. Apropos Günni, da sind so 3-4 Interessenten jetzt. Da ein kurzes Update. Noch ist
keins so richtig in der heißen Phase, weil, das hatten wir ja auch erwähnt, wir müssen nicht Güni verkaufen und deswegen schauen wir uns das an. Natürlich wird am Preis gedrückt und wird gesagt, das ist zu teuer, was ihr da haben wollt. Nein, meine Lieben, es ist nicht zu teuer. Wir haben nämlich 2021 gekauft, den Güni. Damals auch alles reingeballert, was geht an Extras. Die hat er jetzt nun mal. Und die kosten jetzt das Doppelte, Dreifache, Vierfache, je nachdem. Und der Güni müsste eigentlich 130.000 Euro kosten, hat jetzt knapp 18.000 Kilometer. Ist top in Schuss, keine Kratzer, auch nicht unterm Boden oder so. Da ist alles bestens erhalten. Innen drin sowieso. Alle Kinderkrankheiten, die so ein Wohnmobil hat, wurden auch ausgemerzt, bis auf den Sicherungskasten, da müssen wir leider warten, und die Folierung. Das sind nur noch die zwei einzigen Kleinigkeiten, die der Güni noch beim Güni noch gemacht werden muss. Und ansonsten ist das Fahrzeug top. Und deswegen werden wir da jetzt nicht irgendwie jetzt großartig Notkauf, oder wenn uns einer sagt, jetzt, was weiß ich, 80 oder 90, das hatten wir auch schon. No way, also bitte von solchen Angeboten 80 oder 90.000 werden wir ihn niemals verkaufen. Also bitte realistisch bleiben. Natürlich, wenn wir Kilometer machen, dann gehen wir auch natürlich auch mit dem Preis runter. Aber wir gehen nicht mit dem Preis runter, nur weil einer jetzt sagt, bitte, bitte und 80, 90. Sorry, also wir haben da auch Geld investiert in den Güni. Und wir sind keine Millionäre. Deswegen wollen wir ihn zu einem absolut fairen Preis verkaufen. Und deswegen, liebe Camperfreaks da draußen, macht uns bitte keine 80, 90.000 Angebote, weil die werden gleich verneint. Und Kommentar war ja zu teuer, deswegen auch die lange Ansprache jetzt, dass er nicht teuer ist. Gerne, könnt ihr das gerne googeln. Vom Güni gibt es ja zwei, drei Videos, wo genau erklärt wird, was alles verbaut worden ist. Vom lieben Dennis, Video Nummer 2 müsste es sein, ganz am Anfang. Wir stellen noch Güni vor, genau. Da könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen und gerne mal recherchieren und mal ausrechnen. Oder wenn ihr uns anschreibt unter kontakt@camperfreaks.de, schicke ich euch einfach mal eine Liste, was alles im Güni verbaut ist. Dann könnt ihr euch selber ein Bild von machen und dann entscheiden, ob das den Preis wert ist oder nicht. Also müsst ihr dann einfach mal recherchieren und schauen dann. Okay? So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich war noch ein bisschen hier mit meinem Super 73. Natürlich gibt es noch ein paar Aufnahmen. Und ja, das ist Vlog Nummer 2. Ich werde das in Zukunft auch nicht mehr erwähnen. Wie gesagt, ich bin noch ein absoluter Amateur, was das betrifft. Aber ich werde mit jedem Video besser und besser. Und es macht mir riesig viel Spaß. Und wir sind glücklich, euch da draußen zu haben. Die Community, die ist echt wunderbar. Und wir sind echt glücklich. Also, haut rein. Es geht weiter.